Herzlich willkommen zu einem Let's Play von Legend of Grimrock, dem zweiten Teil. Wer den ersten Teil noch nicht kennt, ist nicht so schlimm. Die Story ist relativ einfach gehalten. Es gab vier Charaktere, die man entweder selber erstellt hat oder die erstellt worden sind, die vorgefertigten. Und die sind in ein Gefängnis, in einen Berg eingeschlossen und mussten sich dort freikämpfen. Und das war's auch im Großen und Ganzen auch schon. Über den zweiten Teil ist mir noch nichts bekannt von der Story. Bin ganz gespannt, was da passiert. Ich mag, dass das so eine Art ja, Classic Old School Spiel ist. Es ist ein Dungeon Crawler, also man bewegt sich nicht frei durch die Gegend, sondern immer so felderweise. Das hat so, ja, das hat so ein cooles Flair einfach. Und was aber besonders ist bei Legend of Grimrock, früher waren diese Dungeon Crawler rundenbasiert und Legend of Grimrock ist in Echtzeit. Und das ist eine ganz coole Mischung gewesen im ersten Teil schon, die mir richtig, richtig viel Spaß gemacht hat. Und ja, ich bin ganz gespannt auf den zweiten Teil. Der ist jetzt gerade erst seit einer Woche ungefähr raus und relativ günstig zu haben bei Steam im Angebot, noch so 18 Euro um den Dreh. Wer sich da mal aber reingucken möchte, wie das ganze Spiel Gefühl ist, der kann sich auch den ersten Teil angucken. Der ist oft im Sale für 2 Euro oder so. Okay, lass uns loslegen. Neues Spiel auf normal. Ne, ich möchte lieber einfach machen, weil das war auch damals schon ziemlich krass. So, und dann hat man ein paar Optionen, sich selber Charaktere zu erstellen. Oder mit vorgefertigten. Aber ich möchte mir lieber meine Party selber machen, deswegen mache ich da einen Haken rein. Dann gibt es noch so einen Oldschool-Mode. Da werden die Autokarte wird. Die gibt es gar nicht in dem Spiel. Also, man hat keine Karte. Das heißt, man muss, wie man früher das gemacht hat, mit Zettel und Stift arbeiten und sich die Karten aufmalen damit und sich alles da notieren, damit man sich zurechtfindet. Machen wir natürlich nicht an. Iron Man Mode wird schwerer, weil man nicht immer überall heilen kann, sondern nur an den Kristallen. Okay. Machen wir natürlich auch nicht. Und dann gibt es, dass man die Kristalle nur einmal benutzen kann. Alles klar, also nochmal eine ganze Ecke härter. Für die, die es schon mal durchgespielt haben oder so, nochmal einen Anlauf wagen wollen. Okay, auf geht's zum ersten Charakter. Name, was steckt uns denn vor? Ja. Lodder. Ja, Lodder klingt gut. Bleiben wir dabei. Wir haben verschiedene Rassen. Mensch. Okay, die lernen also schneller dazu. Insektoiden. Sind an sich ein bisschen stärker. Aha, okay. Dass sie verletzt werden, ist reduziert. Lizardman. Die halten ein bisschen mehr aus. Resistant, resist all. 25%. Minotauren. Natürlich wahrscheinlich ganze Ecke stärker. Muss aber auch dafür mehr essen. Und ein Rattling. Wahrscheinlich was ganz Schnelles. Ja. Wenig Stärke. Evasion 2, Maximal Load. Und also kann mehr tragen, kann besser ausweichen und ist immun gegenüber Krankheiten. Unser Anführer wird ein Mensch sein. Unser Anführer wird ein Mensch sein, der. Ist auch witzig. Click to add a prisoner, ne? Also einen Gefangenen hinzufügen. Also es hat sich im ersten Teil auf jeden Fall bewährt, zwei Charaktere zu erschaffen, die relativ viel aushalten und dann im Hintergrund zwei, die ja so fernkampfbasiert dann mehr Schaden machen können. Würde ich auch ganz gerne wieder hier mitfahren. Das heißt, ja, warum nicht? Ach, wir können auch die Klasse auswählen. Aha, das wird wahrscheinlich noch viel mehr Auswirkungen haben, ne? Ein Alchemist. Ach so, ganz kurz, wenn euch natürlich der Teil mit der Charakterstellung jetzt nicht ganz so gefällt oder so,
Das werde ich jetzt hauptsächlich im ersten Teil behandeln, dass ich jetzt mir hier einmal die Charaktere erstelle und alles. Und dann, wenn ihr wollt, dann überspringt ihr den Teil einfach und fangt direkt im zweiten an, wo es dann mit dem Spiel losgeht. Das wird ja wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Okay, also ein Alchemist hat mehr Leben. Pflanzen und sowas alles. Aha. Barbarian. Klar, okay, haut einfach mehr rein. Werde ich wahrscheinlich als zweiten Charakter nehmen und dann direkt auch mal passenderweise so einen Minotauren. So einen richtigen Klopper, der viel aushält. Battle Mage, ja. Der kommt auf jeden Fall dann in die zweite Reihe. Ein Farmer. Bisschen Leben, you receive no skill points at first level. Instead of slaying monsters, you gain experience points by eating food. Okay, also wenn ihr es ein bisschen schwerer haben wollt, spielt man wahrscheinlich Farmer. Fighter. You master of close combat. You are trained to use a wide variety of weapons. Ja, okay, das ist also so für ein... Ne, einen Rogue gibt's auch nochmal. Also so schurkemäßig. Oder ist das... Ist der hier... Ne, der kann beides. Range Weapon oder Light Melee Weapons. Ja, aber wir... Ich werde den auf Fernkampf machen. Genau. Und dann... Ach, Moment, wir haben Battle Mage und wir haben Wizard. Oh, interessant. In the front. Okay, also der ist vorne und hinten gut. You can cast spells with bare hands. Und der Wizard. You can cast spells with bare hands. Ha, schwierig, schwierig. Ein Zauberer wird reichen. Okay, aber wir machen auf jeden Fall hier. Einer muss ein Knight sein. Das ist unser Anführer, der wird Knight sein. Weil wir einfach einen brauchen, der die Gruppe beschützt. Das ist unser Anführer. Ja, das ist gar keine Frage eigentlich. So, natürlich die Frage, was gut zu dem an Werten passen würde, ne? Haben wir noch Infos? Okay, Stärke. Erhöht, wie viel man tragen kann und wie viel Schaden man mit einer Nahkampfwaffe macht. Dexterity macht, wie gut man trifft, wie man ausweicht und Missile Weapon, also Fernkampfer. Vitality natürlich Leben, hauptsächlich, und wie schnell man heilt. Und Willpower ist für Energy, also für die Zauberer. Ja, dann ist eigentlich nur Vitality und Strength ziemlich wichtig. Willpower lassen wir mal komplett weg. 10 Attribute, was schlägt er uns denn vor? Das geht gar nicht. Willpower weg. Ja, sollte schon ganz gut was aushalten, ne? Ich glaube, das ist gar nicht mal schlecht. So gefallen mir die Werte schon ganz gut. Was sind denn Traits? Oha! Einige. Okay, und einige sind nur für die anderen Klassen. Okay, der soll viel aushalten. Nein, Schaden soll er nicht machen. Nein. Auch nicht. Nein. Evasion eventuell. Halten wir das mal offen. Ein bisschen mehr Leben. Gain one extra skill point at the first level. May only be used to raise a skill from level 1 to... Nee, das bringt uns ja später gar nichts. Ja, sowas wie tough, ne? Reicht viel aus und hält viel aus. Learner, also nochmal schneller lernen. Mehr Stärke von Grund auf. Ah,
nochmal Protection, dass er mehr aushält. Okay, der Typ soll auf jeden Fall einfach mal viel aushalten. Also, ich finde den... Tja, wenn wir jetzt wissen, wo ist Protection? Wenn ich das jetzt wegmache, da ist Protection. Ist Protection is combined protection value of all equipped armor, clothes and other defensive gear. Damage 4 bis 7. Accuracy 9. Mehr Leben oder mehr Ausweichen. Also so hält er natürlich mit den beiden viel, viel, viel mehr aus. Ne? Und der soll ja auch nicht den Schaden machen, er soll einfach nur viel aushalten da vorne. Ich frage, ob er auch wirklich, kann er denn irgendwie spotten oder sowas? Dass er sich richtig so die Aufsicht ziehen kann? Tja, das weiß ich nicht. Ich hoffe. Aber so gefällt er mir eigentlich schon ganz gut. Und jetzt haben wir auch noch die Werte hier für Alchemie, Athletik. Was passiert da? Ah, dann füllen die sich. Okay. Und dann gibt es hier spezielle Boni, wenn man nochmal was Bestimmtes erreicht. Naja, Alchemie ist sowieso... Athletik. Okay, hält mir aus. Ist nicht so schlecht. Wird für die Zauberer wichtig sein, Konzentration. Kleine Waffen. Heavy Weapons auf gar keinen Fall. Missile auch nicht. Accuracy nicht. Critical. Ja, das ist natürlich jetzt hier richtig wichtig. Für dicke Rüstung. Und dann sind die Magier, okay. Also Rüstung, increase for each skill point. Second level, your slight armor can equip without penalties. Ja, das ist dann irgendwie keine. Wir können noch nicht höher gehen. Schaden oder dass er noch mehr ausweichen soll. Ich meine, der soll ja auch irgendwo was trotzdem tot kriegen, ne? Mal ein bisschen helfen. Also, mich habe ich schon so ein bisschen Angst, dass ich ein bisschen vielleicht zu viel gemacht habe. Ja, können wir auch gleich noch ändern. Ich lasse den jetzt erstmal so. So. Achso, du wirst ein Minotaurum. Ganz zart. Das klingt schon ganz cool. Da haben wir den Barbarian, glaube ich, ne? Der ganz gut passt. Ja, er wird einfach nur töten. Was rollt er uns? Furchtbar Vitality, Willpower braucht er gar nicht. Vitality darf der ruhig ein bisschen was haben. Accuracy, okay, wir können damit. Er muss ein bisschen haben, sonst trifft er, sonst hat er Minuswerte. Das ist schlecht. Über 4 Schaden, ob das so toll ist? Mehr Leben,
Each skull carried. Klingt lustig. Ja, und ich denke, dass wir bei dem den Protection 5 geben, dass er einfach noch mehr aushält, weil er wird vorne mit drin stehen. So. Dann ein Dexterity minus ist schlecht. Lizardman. Dexterity der plus. Der Rattling hat das auch plus. Evasion. Ich glaube, ich nehme Lizardman für Fernkampf. Und deswegen auch ein Rogue. Schlägt er uns vor. Ja, wir brauchen nur die Energie. Die lassen wir erstmal weg. Accuracy plus. Noch ein bisschen mehr. Er steht hinten. Kann er auch noch mal ein bisschen weniger vertragen. Vitality. Sache, die beiden vorne haben genug. Traits. Nope. Nein. Haben wir denn nicht irgendwas für... Tough, Agile, ja, Dexterity, genau. Tja, und dann noch so Evasion, dass er mal ausweichen kann. Klingt mir ganz gut. Ach, wenn bei den Minotauren auch noch keine Werte hier vergeben, ne? Ja, auf jeden Fall Heavy Weapon. Und ich denke dann auch Armor, dass er mehr aushält, wenn die mehr dicke Rüstung geben. Und unser kleiner Schurke kriegt ein Missile und Ausweichen. So, der letzte wird sein ein... Der hat Willpower plus 2, Insektoiden-Zauberer. Dann aber kein Battle Mage. Oder ein Wizard. Der kriegt ein bisschen weniger Leben. Der hat 50, 50, 5, 5 pro Level. 35, 3, okay, der Wizard wird also nachher viel, viel mehr Magie haben. Das finde ich interessanter. Willpower 2, ja. Ich will einen richtigen Magier haben. Der andere ist halt wirklich, kann man dann echt an die Front stellen. So, was machst du mir für Werte? Stärke. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt Stärke braucht. Genauso, glaube ich, kann mir gar nicht vorstellen, dass der irgendwie Dexterity braucht. Evasion steigt, wenn er 11 hat, wenigstens ein Evasion-Punkt. Machen wir das mal so, ne? So. Energy plus 20, das klingt für mich irgendwie voll wenig. Wie viel. Man weiß auch gar nicht, wie viel Energie. Ach, da, 90. Okay, 90 Energie haben die vom Start. 85 Leben, 115 Leben, 65 Leben, 45 Leben. Bisschen wenig, ne? Kann auch alle Punkte aus Dexterity rausnehmen, einfach alles in Leben knallen. Wie geht. Machen wir das mal so, glaube ich, erstmal. Ein bisschen mehr Leben hat. Und dann können wir uns überlegen, hier noch Energie, noch mehr Energie, aber am Anfang wird er auch nicht so viel Mana brauchen, denke ich mal. Was haben wir denn noch? Könnte ich dem eher noch, wenn ich dem Vitality 2 gebe, hat er 60 Leben, das ist auch eigentlich ein Witz.
Quick Cooldown Period for all Action. Also die sind sehr schnell, aber bringt das was bei Magie? Der kann mal richtig dicke Rüstung sich holen. Damit ist der irgendwie ein bisschen cooler als ein Mensch, ne? Wenn der schon direkt mit sowas anfängt. Auf der anderen Seite hat er aber eigentlich, wenn man sich mal überlegt, Insektoid, dass die Chance, dass er verletzt ist, auch noch reduziert ist, dann ist das ja ein viel besserer Tank als ein Mensch. Wir werden das drehen. Wir werden das drehen. Ich weiß jetzt auch leider gar nicht, ob ich die dann später anders anordnen kann oder ob ich das jetzt machen muss. Knight. Kann ich ja dann so lassen. Und mach den einfach auf den Mensch. Okay, passt. Die Namen. Santo klingt gut. Conlock. Ich bin sehr zufrieden mit. Okay, dann müssen wir noch die Trades aber machen. Deswegen hier mehr Rüstung. Und Evasion bleibt. Okay, 80 Leben, 115, 65, 55. Dann nehmen wir bei einem Menschen. Warum nicht? Lassen wir den mal schneller lernen. Damit der an mehr Zauber vielleicht sogar schneller rankommt. Wahnsinn, was der für eine Resistance hat, ne? Hier an Werten im Vergleich zu den anderen. So. Hat viel Leben und hat viel Panzerung. Hat ganz gut Leben. Könnte ein bisschen mehr ertragen. Aber Headhunter klingt auch echt witzig. Ja, dafür hat er mehr Leben, ne? Gleicht das mit seinem Leben aus. Was haben wir da noch? Können wir noch irgendwas machen? Wir müssen noch Werte verteilen, ne? Ich bleib, denke ich, bei dem bei Light Weapon und Armor, bei dem Heavy Weapon und Armor. Ausweichen und Missile und... Stimmt, hier ist noch was. Ja, auf jeden Fall, der soll Schaden machen. Damage, ist alles mit Schaden. Und am fünften... hält er mehr aus. Erde wird mit Sicherheit etwas sein, wo was mit Heilung drin ist. Also nehmen wir da auch mal ein Pünktchen rein. Alchemie klingt auch schon wohl witzig. Frage, wie viele Heiltränke man findet, ob man die braucht oder ob wir die auch wirklich jetzt auf leicht wirklich brauchen. Ich denke mal auf den schwereren, ja. Dann hätte ich dem Fernkämpfer Alchemie gegeben. So, haben wir irgendwas vergessen? Name alles, Klasse passt, Werte sind verteilt, Attribute, Traits, sieht alles gut aus. Bei dem auch, Werte sind verteilt. Da sind die Werte verteilt. Alles klar. Ich würde mal sagen, es kann losgehen. Und genau das machen wir jetzt gleich im zweiten Teil. Also bis gleich.